Okay, wir sind im Spiel und wir können uns bewegen. Das ist doch etwas besser. Guck mal in die Settings rein. Die funktionieren die best. Okay. Sie haben dazugelernt, Optimierung funktioniert schon mal ein bisschen besser. Wir lassen es auch so, das passt hier schön in das Bild rein. Okay, wir haben schon eine Steigerung. Oh, er ist neu hier. Warte mal. Doch, die Schnecke ist gelb. Guck, ich wusste, es gibt eine gelbe Schnecke. Kann ich das jetzt Settings wegmachen? Okay. Ja, yeah. Und er ist neu. Die Kröte. Ist das unser neuer Feind? Die Qualle ist ja auch, wie das jetzt im. Warte, oh, warte, wer war auf dem Bild? Der Rote war auf dem Bild. Ophelia ist tot. Finde ich schade. Ich habe den Vogel getötet. Das tut mir schon ein bisschen leid. Ja, gespannt. Mal sehen, was hat sich getan. Ich fand das erste gar nicht so scheiße. Das ist echt ein lustiges Spielchen. Das ist nicht wirklich gruselig. Ist das eine. Wenn man mich fragen würde, das ist einfach eine Parodie. Da hat sich einer über die Horrorspiele einfach lustig gemacht, die in letzter Zeit rausgekommen sind und hat sein Bestes gegeben. Das hat ja alles funktioniert. Nee, die Drohne war ein bisschen derpy. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen Charme. So, okay. Wir sind immer noch am gucken, wo unser Kind ist. Und wir sollen die Uhr drücken. Wie heißt das? In der Cafeteria wahrscheinlich, eventuell vielleicht. Oder im Mitarbeiterraum. Wenn man Emergency Alarm. Ah nein, Kuchen. Hier ist der Kuchen keine Lüge. Oh, jemand hat Tisch geklaut. Noch mehr Tische. Es ist dunkel. Okay. Okay, jemand klaut Tische. Vorteil für uns, wir sind kein Tisch. Wir werden nicht so schnell geklaut. Die stehen bestimmt irgendwo. Ah, hier. Oh, jetzt der Grüne. Böse Sims. Oh, was hat er denn? Hat er die Kritze? Das ist nie passiert. Man sieht hier echt die Scenes von der Normal Map. Oder generell von der Textur. Wo sie das Modell aufgeschnitten haben zum Texturieren. Oh, schade. Er hat irgendwie Pilzwuchs oder so. Das ist kein Blut, oder das ist irgendwie ein Wuchs. Rost, keine Ahnung. Rostet er? Aus was ist er? Das ist auch Knete. Sieht schon echt widerlich aus. Wenn der jetzt irgendwie noch ein paar nasse Stellen oder sowas hatte, sähe das echt widerlich aus. Dead Booty. Okay, wir machen mal weiter. Oh. Mr. Drohne! Oh. Ich habe an der Antenne gekaut. Mr. Drohne! Mr. Drohne! Okay. Hey, wie funktioniert denn das, dass da eine Lampe ist, aber da eben ein Loch? Okay. Wir haben kein Licht. Oh, eine Karte. Ach, du hast uns die Karte mitgebracht, das war nett von dir. Wir haben schon zwei Tote. Also, ich nehme an, sie sind tot. Den hier und den Vogel. Da steht er ja wieder auf. Aber ich hatte ja nur Kopfschmerzen. Er ist aus Knete. Wahrscheinlich ist er aus Knete. Er sieht aus, als wäre er aus Knete oder so. Ist er wieder shiny? Es können auch durchsichtig sein, das sah eben wieder aus. Ist alles hart shiny. Wer hat hier die Reference aufgesetzt? Wir sind in Backrooms gelandet. Oh, das ist ein riesiges Loch. Ist ja noch mehr Loch wie im Ballpit. Oder sind wir im Ballpit? Das ist das, was unterm Ballpit ist. Das ist was. Eine Karte und ein Zettel. Das ist das. Things we've done have finally come back to bite us. Also die Dinge, die wir getan haben, kommen zurück, um uns zu beißen. Everyone's gone and the whispers from the abyss just keep getting louder. I think I even saw a face or two looking up to me. Alle sind verschwunden. Die flüstern, oder das Flüstern aus dem Abyss, also aus dem tiefen Loch, wird immer lauter. Ich denke, ich habe sogar ein Gesicht oder zwei da unten gesehen, die mich angeschaut haben. Where to everything that gets thrown into the abyss dies, but apparently tricked. Uns wurde erzählt, alles, was wir in das Loch werfen, stirbt. Aber anscheinend wurden wir belogen. Ja, wenn ich was daraus anstarte, ist es eventuell vielleicht nicht unbedingt tot.
Man muss sich an Maiden Nibbles denken. Nein, bitte lass es keine kleinen Kinder sein. Lass die Kinder nicht ins Loch geschmissen haben. Vielleicht die anderen Knetviecher. Oder die anderen Viecher. Der Vogel war, glaube ich, nicht aus Knete. If you're reading this, take my advice and leave. When everything here should be forgotten and erased from history. Wenn du das hier liest, nimm meinen Hinweis an und verschwinde. All das hier sollte einfach vergessen und von der Geschichte verschwunden oder von der Geschichte entfernt werden. Okay, klingt spannend. Ich will wissen, was passiert ist. Ey, das sieht voll fancy aus. Ich mag so dieses Backrooms, dieses. Aber wie nennt sich dieses Konzept? Aber dann hat er einen bestimmten Namen. Ich komme nicht drauf. Ich wette, hier muss ich drauf drücken. Oh. Ja, das World Alignment ist manchmal praktisch, aber nicht bei bewegenden Sachen. Das sah ja sehr lustig aus. Okay. Ich soll da rüber gehen wahrscheinlich. Kann ich hier links und rechts tippen? Ah, guck ich. Ja, die haben ja eine World Align Texture drauf gemacht. Das ist halt echt nicht smart bei Sachen, die sich bewegen. Okay. Wir können uns das aussuchen. Wohin möchten wir gehen? Camp-Sektor? Medical-Sektor? Obwohl, das wollte, dass wir geradeaus gehen. Vielleicht sollten wir einfach mal das tun, was das Spiel von uns verlangt und wir gehen geradeaus. Hahaha, das World Align. Es ist doch gar nicht schwer, so einen Cube zu texturieren, weil der Cube hat nicht viel. Die haben ja nicht mal irgendwie gechamfert oder so. Es ist einfach nur ein Kasten. Okay. Aber man lernt ja dazu. Hüpfe auf die Punkte. Oh. Oh je, ich springe weit. Ich hoffe, wir müssen nicht viel springen. Testing-Sektor. Ein Testraum. So viel dazu. Wir kommen hier nicht hin. Ah, guck mal. Müsst ihr ja drücken, dann geht's an. Was ging jetzt an? Hä? Nichts passiert. Okay, dann gehen wir da nicht rein. Wir haben noch Medical Sektor und. Obwohl, da brennt Licht. Wir gehen vielleicht dahin, wo das Licht brennt. Vielleicht kommen wir da ja dann weiter. Kann ich mich einfach hier draufstellen? Ja. Was? Das Spider ist wieder die Spinne. Hey, war da eine Spinne? Es gab eine Qualle, ja. Ihn hier mit Orange. Soll da eine Spinne sein? Der ist ein Erläuter to Success Boss. Der ist, oh Gott. Das ist ein. Gibt einen Fahrstuhl zum Erfolg, aber Stufen sind eine gute Übung. Es ist so gemein, dass sie die Dinger hier ausschneiden, damit ich nicht durchgucken kann. Das geht nicht. The spider is real and is coming. Die Spinne ist echt und sie kommt. Also derjenige, der die Raumverteilung hier gemacht hat oder das Sicherheitssystem, der gehört erschlagen. Das ist wieder viel zu bunt für ein Horrorspiel. Hey, Sekin. Hat auch ein bisschen was von Roblox. Hey, oh! You there. I can see on the cameras. Ah, da. I'm so happy to see hallo! Kann ich spielen? Hallo, hallo! Wait, can you even hear me? Ja! er kann mich listen, nicht hören. If you can hear what I'm saying, wave at any camera. Ich drücke? Ich andrücken? Ah, guck, ich muss E drücken. Bist der Drohne! Oh zweimal! I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can. Ach, da ist er wahrscheinlich drin. You've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the light blue, not light green. Look there. Okay. The door there is probably locked as well. And I can yeah, open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. Zufälligerweise. Hey, wo? Ah, da. Immerhin kann er eine Tür öffnen. Und oh, kann man oh, vielleicht finden wir irgendwie eine Geschichte. Kassette reinstrom. Das ist halt alles ultra shiny, das ist weird.
Da sitzt er wahrscheinlich drin, er ist blau. Oh, das ist ein Zettel. Okay, der erste Report von irgendwas, was hier passiert ist. Fall 6. Genoms, Mensch und Givanium. Typ 2, Update 2, alias der Teufel. Also der Rote wahrscheinlich. Hätte den Zettel eigentlich rot machen können? Nicht Peak. Okay, Zusammenfassung. Communication with Case 6 has provided invaluable information that may explain why previous cases have sort of failed, as well as improve the creation of future cases. Okay, in der Unterhaltung, also man kann anscheinend mit den Viechern sprechen. In der Unterhaltung mit Nummer 6 haben sich einige wichtige Informationen ergeben, was einige Sachen erklärt, die mit den vorherigen Sachen, also vorherigen Fällen passiert sind. Und es gibt halt Anlass auf Verbesserungen in der Zukunft. Despite being seemingly incredibly intelligent, it does not appear to recognize itself as a non-human. We address as a non-human case 6 regards with confusion reflects. Also, reflections also have non-effect. SK6 appears to see itself as a human genome donor. The meeting between J6 and the human genome donor has not yet been contracted. Okay. So wie es aussieht, ist der einfach, also ist das Ding sehr intelligent und kann sich aber selbst nicht als Nicht-Menschen identifizieren. Selbst wenn man es von Spiegel, oder so Selbstreflexion, also wenn man es von Spiegel stellt, erkennt es sich nicht als Nicht-Menschen an und ist verwirrt. Und er sieht sich auch selbst als Genomspender an. Und ein Treffen zwischen Case, also dem Case 6 und dem menschlichen, wirklichen Genomspender hat es noch nicht gegeben, hat noch nicht funktioniert. Case 6 described a containment in man's pain that is present in the entries of his body. Despite the human genome donor of case 6 being a doctor, the case has failed to give a description more detailed than the pain having to do with the blood flow. J6 has no blood in the system, only genomium. Okay. Case 6 sagt, er hat sehr starke Schmerzen in seinem kompletten Körper. Und auch wenn sein Spender ein Arzt ist, kann er nicht genau beschreiben, wo der Schmerz ist. Nur, dass es was mit seinem Blutfluss zu tun hat. Aber Fall 6 hat einfach kein Blut. Es hat Givanium. Und Case is not ready for presentation. Also der Fall ist noch nicht bereit zur Präsentation. Okay, die haben anscheinend Menschen mit irgendwas gemixt. Das ist ja so der Classic. Haben sie dann bei dem Vogel einen Vogel mit irgendwas gemischt? Der Devil. Der Rote ist ein Mensch. Oh, dann sind das vielleicht echte Viecher. Was ist dann der Grüne? Weil sieht aus wie Knete. Ist er ein Gorilla? Haben wir hier ein Bild von denen irgendwo hängen? Nö. Also der, dann ist der Vogel. Vogel ist ein Vogel. Ein Vogel einfach genommen. Vogel gemischt. Dann hatten wir zwei einen Weißen. Ist vielleicht auch ein Mensch. Dann haben wir eine Qualle, eine Schnecke. Der Grüne ist eventuell vielleicht ein Gorilla. Das Blaue sollte eine Spinne sein. Sieht halt gar nicht aus. Oh, sorry, sieht gar nicht aus wie eine Spinne. Guck mal, er hat es repariert. Mr. Drohne ist zurück. One like this is not like the other. Das passt so gar nicht rein. Kann ich Kugel nehmen? Nee. Oh, Messer, Gabel? Nee, kann nichts nehmen. Ich möchte was mitnehmen. Und how can we access in einem. Ja, ist okay. Ich habe schon wieder direkt vergessen, was wir machen wollten. Mr. Drohne ist hier. Na, guck mal. Oh, the good old drones. Hat die erschreckt mich mal. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. Oh, die knuddeln die Drohnen. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Okay, noticed our experience to punch from lowest.
Okay. Da muss ich jetzt die richtige Reihenfolge? Von lowest to greatest, also vom niedrigsten zum höchsten. Also die drei. Mit ihm hier. John. John ist rot. Weiß-rot. Ah, guck mal. Weiß. Weiß. Das ist dann okay. John ist in hellrot. Dann ist John ganz da hinten. Ist das John? Ich da drücken? Okay. Ich hoffe, das war richtig. Dann haben wir Drew für 4. Das ist hier direkt die Spitze. Rachel Nummer 6. Weiß-blau. Dann haben wir Xavier. Ist Xavier? Dann ist das Xavier. Dann Raoul ganz hinten. Dann Jene. Maisam. Dann haben wir HH und Waverly. Haben wir HH und Waverly. Yay. Und jetzt? Wo ist was aufgegangen? Ah, da. Wir haben eine grüne Karte. Dann kommen wir. Ah, wir kommen jetzt. Das ist ultra kompliziert gemacht dafür, um eine Karte zu kriegen. Sehr unpraktisch im echten Leben. Okay, hellblaue Karte, ja. Aber das ist doch keine Spinne, das kann mir keiner erzählen. Was warst du irgendwann mal? Was ist mit dir passiert? Wer bist du? Was tust du? Das können sie. Aber Seesterne haben so viele Augen, aber am Mund in der Mitte. Was auch immer du bist keine Spinne. Napp, napp. It's okay to have no friends. And, oh, es ist okay, keine Freunde zu haben und so. Ja, und dass es dir so schlecht geht wie mir. Oh no. Okay, Sherry Toadstar, du bist eine Kröte. Oder ein Frosch. Toad. Toad war Kröte. Now treat others how you like to be treated. Mit Respekt. Behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest, mit Respekt. Das ist Schlange. Ach, Schlange. Schnecke. Sie ist glücklich. Sie hat auch gar keine Angst. Hide the pain. Hide the pain, wie heißt du? Slow Celine. Hide the pain, Celine. Okay, Slow Celine says, I may be slow, but I'm quick to help anyone in need. Ich bin zwar langsam, aber ich bin schnell da, wenn jemand Hilfe braucht. Okay. Ein Paradoxum, aber ist auch okay. Dir verzeih ich das. Dir verzeih ich das. Sie sieht aus, als würde sie irgendwie bedroht werden. Okay, Ryan Total Workers. Also, denkt daran, alle Mitarbeiter. Arbeitet in Gruppen, nicht kleiner als 2. Ja, danach ist es halt auch. Obwohl, 2 ist auch keine Gruppe. Aber eine Gruppe weniger als 2 Personen ist schwierig. Okay, Flashlights. At all time. Flashlights an der Equipment Room. Nimm immer eine Taschenlampe mit. Taschenlampen sind im Equipment Room. Der ist bestimmt da hinten. Vielleicht hier eine Taschenlampe. Obwohl, es ist eigentlich verdammt hell. Wird es dann dunkler? If any direct. Confrontation with the spider cause as much noise as possible unterhalb oder was? Bei Begegnung mit der Spinne, mach einfach so viele Geräusche, bis Hilfe kommt. Okay. Wieso lässt man die Viecher hier frei laufen, wenn die einen irgendwie an die Gurgel wollen? Oder einen einfach nerven? So ein in beide Richtungen? Hä? Das ist eine Sackgasse. Okay. Okay, rosa führt in eine Sackgasse. Ist das immer so? Ist auch noch rosa. Das ist auch eine Sackgasse, ja. Okay, wir dürfen rosa nicht folgen. Wir müssen bestimmt vor der Spinne wegrennen. Blau muss gefolgt werden und rosa nicht. Okay. Ja, ich habe das Rätsel gelöst. Ich bin smart. Ja, ich bin nur so.
Oh Leute, steht sogar da. Ich dachte, ich wäre smart, aber da steht es einfach. Entgegengesetzt zu rosa und immer mit blau. Okay. Oh, eine Kassette, Kassette, Kassette. Da können wir uns angucken. Weißt du, müssen wir jetzt direkt. Nee, aber das sieht aus, als müssen wir von irgendwas wegrennen. Also kommen wir auch wieder zurück zum Kassettenraum. Zumal müssen wir den anderen Dude ja noch freilassen, der da irgendwie auch mit uns eingesperrt ist. Ah, guck mal, yellow, klar. Achso, Mr. Drohne, ich habe ihn ganz vergessen. Okay, hier geht's nicht. Ach gut, das geht nicht auf. Okay, ich wollte sagen, ich gehe erstmal unten gucken. Mr. Drohne? Einmal Bonk. Bonk. Okay, dann musst du zurück. Und dann dahin. Bonk. Dann musst du dahin. Bonk. Da. Okay. Dann kommen wir ein bisschen näher. Reicht das aus? Nee, so geht das nicht. Nochmal zurück. Wie muss ich dich denn treffen? Aber ich kann das Glas selbst nicht direkt anvisieren. Ich muss dahinter was anvisieren. Boah, da muss man mal herausfinden. Bonk. Jetzt geht's auf. Es geht da unten auf. Ich dachte, hier geht's auf. Die Verkabelung in dem Raum. In dem ganzen Gebäude ist ja komplett der Wahnsinn. Boom. Oh, ich hab mich aber erschreckt. Dann nehmen die Ameisen schneller. Und eine Karte? Ich wäre jetzt mit einer Taschenlampe gerechnet. Was wollten die da hinten mit Taschenlampe? Hallo. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil sagen, guck mal, da kommt die Spinne. Guck mal, da frisst mich die Spinne. Ich war sehr fasziniert von der Spinne gerade. Okay, das ist auf. Muss ich direkt von der Spinne weglaufen? Kann ich? Okay. Dann flitz! Du kriegst mich nicht! Läuft sie läuft wahrscheinlich hinter mir her. An der Decke. Du kriegst mich nicht! Niemals! Ich bin mir erschrocken. Sie hat mich gekriegt und nein! Ich war nicht schnell genug. Wie soll das gehen? Habe ich einfach nur Pech gehabt? Habe ich die Kurve zu nah genommen oder so? Muss ich genau der Linie lang laufen? Man genau den Weg nicht gehen kann, weil da auf der Decke irgendwas hängt. Da bin ich zu spät losgelaufen. Okay, ich nehme das und flitz direkt los. Ich laufe auf die Pfeile. Vielleicht ist es genau das, was ich falsch gemacht habe. Dass ich genau diesen Weg nehmen muss, so auf die Pfeile drauf. Mitnehmen muss oder so. Weil da irgendwas im Weg ist oder so. Da vielleicht nicht zu nah an der Wand laufen. Boah! Du bist an der Decke gefallen. Du bist auch fett geworden. Oh, schade, hab ich nicht gesehen, was passiert ist. Was ist mit der Spinne passiert? Hat sie ungesund angehört. Tut mir nicht leid um die Spinne. Tut mir leid um den Vogel. Und so ein bisschen über den Grünen. Aber ich glaube, der bleibt da nicht liegen. Der Grüne kommt wieder.
Er hat nur Kopfschmerzen. Hier ist, ach, da! Knapp, knapp ist hier drüben. Du darfst nicht mitspielen, du warst böse. Ich habe das Tape, ich habe ein Tape, ich habe ein Tape, ich habe ein Tape. Ja, mein Video. Was können wir gucken? Peppa Wutz, bitte. Oh, da ist der Rote, der Teufel. Der Banban. Oder der Rote war Banban. Weil. Das ist jetzt nicht so spannend. Passiert da was oder bleibt das so? Der liegt jetzt, sei es beleidigt. Obwohl, er hat ja Schmerzen. Das tut ihm, er hat ja bestimmt Schmerzen, hat er ja gesagt. Es passiert halt nichts. Ist das ein Loop? Was passiert da? Verpasse ich was, wenn ich weggehe? Ich habe kein Group dafür. Oh, okay. Es geht aus. Gut. So viel dazu. Was hatte ich denn noch? Hier eine Karte? Nö. Ich hatte noch irgendwas anderes. Ah, blau. Ein leerer Raum. Ah, ne, hier war ich schon. Hier war ich schon, hier war ich schon, hier war ich schon. Du willst ein Tape? Oh, ich habe einfach vergessen, was passiert ist. Da muss ich nochmal zurück? Habe ich irgendwas vergessen? Das geht auch nicht. Muss ich hin? Hier ist auch nichts. Nicht wirklich. Oh, da sind. If you read this. Okay, ich habe nur eine Zettel gefunden. Ich muss einen scheiß Zettel aufheben. Oh, da ist der Rote. Der Teufel. Oh, der will ich jetzt aufschneiden. Der hält sich doch für einen Doktor. Aber das war der Dude an der Kamera. Das hast du nicht zu entscheiden. Der will das aufschneiden. Der will das echt aufschneiden. Ich will nicht. Ich habe nichts dafür unterschrieben. Ich wollte doch eigentlich nur mein Kind hier abholen. War da nicht was? Was ist mit dem Kind? Existiert das noch oder ist es im Loch? Es ist in dem Abyss verschwunden. Haben sie einfach reingeworfen. Die Drohne bleibt da. Jetzt ist so ein Hündchen hinterhergelaufen wahrscheinlich. Oh Leute, da ist eine Liege. Wir haben nicht mal eine Liege gekriegt. Wir kriegen so eine ollige, schimmlige Matratze. Das ist aber echt nett von dir. Blöd, Mann. Wenn ich dich sehe, hau ich dich. Okay. Kannst du das andotzen? Nee. Hier rüber. Ich meine, da ist nichts. Das machen wir gleich. Vielleicht macht das ja Licht. Oder ist das aus? Ach, guck mal. Aber das ist auch nichts. Burp. Achso, da ist Glas. Ah, okay, verstanden. Oh no, ich habe das X nicht getroffen. Reicht das trotzdem? Ah, und deswegen hier das X. Ah, verstehe. Ah, guck mal, es hat gereicht. Funk. Es werde Licht. Wir haben Strom angemacht. Ohne Karte. Eine gelbe Karte. Eh gleich wieder vergessen, was für eine Farbe das war. Und jetzt? Passiert hier was? Krieg ich was? Ach, guck mal. Kommt was runter. Da kommt ein Fahrstuhl.
Tipp, tipp. Weiter geht's. Wo genau? Ist da Drohne? Kann ich herrufen? Nee. Dann lässt mich alleine. Mr. Drohne hat mich im Stich gelassen. Okay, geht nicht. Was haben wir hier? Oh, da ist so ein... Jetzt ist er grün? Der große war doch grün. Eine Kanone. Kann ich schießen? Nö. Ja, so ein pinker. Ah, die gibt's im Bund. Gibt's die anderen auch im Bund? Ich meine, von dem Rot gibt's noch eine weiße Variante mit einer Schläge. Ist deine Freundin oder so. Wenn es so viele von denen gibt, was sind die dann? Das eine waren ja Menschen, das andere wird ein Vogel sein. Was ist das dann? Was bist du? Du bist beim Arzt, dir geht's nicht gut. Das ist ein Kackehaufen. Na, der die jetzt hat einfach nichts zu tun, hat die jetzt aufgeschnitten? Oh, Buddy, du hast aber was verloren. Ich kann ihn nicht aufheben, sorry. Ist ja auch aus Knete? Und sagt, ihr haben keine Besuchsobjekte mehr, wir nehmen Knete. Child, ein Kind, ein Baby, ein Elefant, ein Fisch. Matratzen. Geht's einmal rundherum? Pink hatte ich nicht. Nö. Gelb habe ich. Erstmal kurz hier gucken. Oh, hier ist zugestellt. Habe ich gar nicht gesehen. Aber hier ist ein roter. Oh, da geht's, müssen wir gleich. Okay, wir gehen da gleich gucken. Da geht's anscheinend auch noch irgendwo rein. So, ein gelber. Haben wir hier irgendwas? Nee, er ist auch hier. Du armes Opfer. Wurdest wahrscheinlich auch von dem Banban einfach verschleppt und aufgeschnitten oder so. Oh, hier, guck mal, hier gibt's die bunten. Er ist glücklich. Die anderen gucken ein bisschen derby. Er ist erstaunt. Strike before extraction. Der guckt ein bisschen traurig. Er hat auch das Auge in der Zeichnung verloren. War das so geplant? Das hat er in der Zeichnung schon das Auge verloren. Haben sie versucht, einfach eins Neues zu machen und zu flicken? Oh, was ist die Maschine zu kriegen? Okay, die braucht Flüssigkeit. Muss ich die jetzt melken? Kriege ich die Flüssigkeit aus den Viechern raus? Kann ich irgendwie melken? Rausdrücken? Wie so aus dem Schwamm? Oh! Wir werden zu Little Sister! Oh ja, mein Engel. Und dann kommt das da rein. Ja, okay. Wie viele brauchen wir denn? 2, 4, 6, 8 Stück. Einen haben wir. Und hier war ein Router. Das sind nur 2. Das war zu. Dann Nummer 3. Dann Nummer 4. Die Nummer 5. Die Nummer 6. Ist das ein Auge? Macht der Auge? Oh! Oh lol. Ah, du bist der Türkise, deswegen ablenken. Trick you. Nicht kreuzen, bitte. Ich meine, das ist obvious, ein riesiges Auge. Was werde ich mit einem riesigen Auge wohl machen? So, er ist da. Würdest du? Kann ich? Du kommst da nicht hin. Da. Komm, Mr. Drohne. Ah, jetzt kann ich ihn. Und. Oh, okay. Ich konnte ihm aber die abnehmen. Ich kann aber nicht vorbei. Ich brauche ja eigentlich nur das Blut. Oder die Flüssigkeit. C. Okay. Jetzt aber den Groß. Wir holen nur das Blut. Wir können anscheinend nicht vorbei. Ich könnte mir mit der Kanone abschießen, dann ist. Dann können wir vorbei. Bunk.
Putsch. Schnell weg! Habe ich jetzt alle? Dann müssen wir gleich mal gucken. Ich hab dich gepokt dafür, dass du mich gehauen hast oder gefressen hast. Hat er mich gefressen beim Sterben? Wir kriegen. Oh, eine Rakete. Ich weiß, wofür die Rakete ist. Ich weiß, wofür die Rakete ist. Ich kann hier nicht in den rosa Raum. Das ist dann wie beim lila Raum. Ich hätte die Karte finden müssen, damit ich ein Geheimnis erkenne oder so. Egal, ich kann schießen. Hinein. Und Schuss. Ponk. Haha, hast du davon. Okay, ich muss mich nicht beeilen, er ist weg. Gut. Guck mal, ein Apfel. Nee. Oh, ich dachte, wäre ein Apfel. Eine Mütze. Ist hier noch irgendwas? Außer Leere. Haut er mich dann? Ich weiß nicht. Ich gehe mal nicht rein. Vielleicht kriege ich ja doch eine Taschenlampe. Vielleicht kriege ich ja irgendwann eine Taschenlampe. Was wäre ein Horrorspiel ohne Taschenlampe? Oh, hier ist noch ein Zettel. Case Update reported. Chase 12. Also Fall Nummer 12G. Typ 2, Update 5, alias die Kinderaffen. Sind das die bunten Viecher? Das sind das alles Affen. Brachialiatus hypoxanthius divanium. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein echter lateinischer Name? Also echt so ein wissenschaftlicher Name? Chase 12G. Has surpassed all other subcases in Alfred. Trust Chase 12G. Has surpassed all other subcases in all present time. Ich würde switch include intelligence, agility, immunity. Fall 12G ist, hat alle Erwartungen oder alle anderen Fälle überschritten oder ist besser als alle anderen Unterarten in allen jeglichen Attributen. Das enthält Intelligenz, Agilität und Nachahmung. As designed, Chase 12G implements the behavior of a very obedient human toddler, which is perfect to showcase appropriate behavior to reach children. Chase shows extreme levels of stress when not near the assigned cribbage, but their levels of stress do not turn into violent fits or rage as observed in other cases. We want to be crying. Okay, wie gewünscht ist 12G oder Abend 12G die oder Abend 12G ein sehr gehorsames Kind nach? Der Toddler war Kleinkind. Zu 3 oder so. Was halt super ist zum Zeigen. Wenn es dazu kommen würde, dass 12G unter hohem Level an Stress gerät, ist es nicht aggressiv wie die anderen. Es tendiert eher dazu, einfach zu weinen. Oder sowas ähnliches wie zu weinen. In terms of intelligence, case 12G is capable of performing simple mathematical operations using not only shapes but also the traditional number system. However, Chase 12G is incapable of. Was Intelligenz angeht, es kann 12G einfache mathematische Sachen machen und Formen zuordnen. Es arbeitet auch mit dem normalen Nummernsystem. Aber es kann nicht sprechen. In terms of agility, Chase shows. In terms of agility, Chase 12G chose experience exceptional stamina with climbing abilities surpassed those of real primates. Okay, was das die Agilität angeht, es hat höhere Stamina und kann besser klettern als normale Affen. Und der Fall, Chase is ready for presentation, der Fall ist bereit zur Präsentation. Also es sind doch die Viecher anscheinend. Sie sind Affen und sie sind sehr gehorsam anscheinend.
Wir haben das schon mal gelöst. Da ist die rosa Karte. Wo war die rosa Tür? Sieht aber nicht aus wie Affen. Sind echt mutiert. Was ist hinter Türchen Nummer 1? Tunnel. Oh, wir sind wieder hier. Also einmal mit jetzt ist die Tür da hinten auf. Ah, schön, schön. Gut, gut. Wir haben Kreis. Das Layout macht doch gar keinen Sinn. Wie um Henker sind wir im Kreis gelaufen, ohne da oder da zu landen. Passt das? Das erscheint mir nicht so passend. Egal, ich kann mich auch täuschen. Ich hab eh so viel. Wir sind hier ausgerutscht. Ah, guck mal, John ist weg. Sag doch, der kommt wieder. Und hier haben wir die Schlunze verteilt. Und wie lange gehangelt. Ah, vielleicht hat er die Tür auf. What the fuck? Wer bist du denn? Ich habe mich hier gar nicht gesehen an der Seite. War der schon die ganze Zeit da? Nein, der war nicht die ganze Zeit da. Der ist jetzt erst da. Das ist also gemeint, wenn es heißt, wenn du den Abgrund hineinstarrst, starrt er dich zurück an. Oh, ist das creepy, das Viech. Oh, ist das creepy. Ein Wurm. Willi, komm. Wer steht nur da? Er macht nichts. Boah, das Gruseligste an dem Spiel ist der fucking Wurm. Der bewegt auch den Kopf zu. Damit kann ich ihn bumpen? Willi, bonken! Da. Bonk ihn! Er kommt nicht so nah ran, okay. Oh, hier sind lauter Knöpfe. Was haben wir hier so? Wir können uns der Drohne anpassen. Eine Weihnachtsmütze, ein Korbehut, ein Partyhut, ein Propeller. Mit dem Partyhut! Wir können eine Farbe? Ah, RGB, okay. Nimm mal lila, komm. Bisschen mehr in das lila. Match Remote. Okay. Weg. Grün. Ah, hier ist das. Das haben wir den anderen Dudes aus. Das ist mehr die Givanium oder wie das heißt. Den einfach weggesaugt. Aus denen rausgesaugt. Guck mal, wieder oder den Buddyhut. Bunk. 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 Oh, das dauert echt lange mit der Drohne. Uff, komm. Bonk. 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 Geh die Tür oben auf. Nee, ist grün. Hä? Das ist jetzt aufgegangen. Was passiert? Irgendwas ist aufgegangen. Ist hier was passiert? Ah, hier sind noch Zettel. Okay, Fall Nummer 10. Pinixius roseus. Givanium. Typ 2. Opfer 2. Der Vogel. Ah, das ist der rosa Vogel. Ophelia. After the recent generic modifications that we are applied to case 10, significant behaviors changed and have been observed. Okay, nachdem wir. Oder nach der letzten genetischen Modifikation, die wir an Fall Nummer 10 gemacht haben, gibt es einige sehr starke Veränderungen in ihrem Verhalten. Aggression towards certain demographics has been completely replaced with protective and motherly behavior. That demographic includes individuals of small stature, height,
Which voices and those which children. Okay, ich hatte nach dem Wort certain demographics, also nach den beiden Worten, hatte ich echt ein ungutes Gefühl, aber es. Okay. Aggression gegenüber unterschiedlichen. Ja, wie sollen wir das übersetzen? Oder, Aggression gegenüber verschiedenen Personengruppen wird komplett überschrieben mit beschützerlicher und mutterlichem Verhalten. Diese besagten Gruppen sind, oder diese besagten Gruppen sind, enthalten alle eine kleine Stadt, also einen kleinen Körperbau, hohe Stimme und kindische Verhaltensweisen. Also ergo Kinder oder halt sehr kleine Menschen. Wie klein ist klein? So, ist 1,50 noch klein oder ist das schon so groß? Individuals that do not fall into demographics are still measured extreme aggression that can turn lethal to the cases large size and possession of a very sharp beak. Ja, ich hätte einen kleineren Vogel genommen. Alles, was nicht darunter, also nicht unter diese Personengruppen fällt, ist immer noch, oder gegenüber allen, die nicht in diese Personengruppe fallen, ist der Vogel immer noch sehr aggressiv, was halt es kann halt gefährlich werden, weil der Vogel halt groß ist und einen scharfen Schnabel hat. Oddly said, demographics are most exclusively human, with the exception of Chase 10A, 10B, 10C, D, E und F, all organic organisms, bird included, both adult and young, are met with the same level of aggression. Humans who do not possess children related. Seltsamerweise gilt all das nicht nur für Menschen, also werden auch kleine Hunde, kleine Katzen anscheinend nicht angegriffen, nur große. Auch mit der Ausnahme von Fall 10a, 10b und so weiter, alles Organische, auch Vögel, alt und jung, werden mit Aggression begegnet. Und halt alle Erwachsenen oder alle Menschen, die halt nicht als Kinder zählen. Okay, die geht halt nur nicht auf, also sie beschützt anscheinend wirklich nur menschliche Kinder. Alles, was kein Kind ist, ist direkt ihr Todfeind und ist mit Aggression gegenüberzutreten. Okay. Aggressiver Vogel. Aber wieso hat sie uns dann erstmal in Ruhe gelassen? Okay. Vielleicht sind wir klein genug. Nur wenn wir weglaufen, wären wir größer oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht hätte sie es noch nicht einschätzen können. Sagen, wir sind kein Kind, aber wir sind nicht groß. Wir sind irgendwie nur 1,50. Und dann sagt der Vogel, ich weiß noch nicht. Wenn es jetzt wegläuft, fresse ich's. Aber was für ein Spiel, wenn, ne? Die Grauen waren ja aus. Die kann ich nicht einschalten. Ja. Ich werde mal den anderen finden. Da ist er doch. Guck mal, es leuchtet orange. So, wir machen hier mal so einen kleinen Stopp. Wir sind jetzt so ungefähr in der Mitte. Mein Spieledurchlauf war dann doch ein bisschen länger, wie ich ursprünglich vermutet habe. Ich habe das jetzt in zwei Videos geteilt. Den zweiten Teil gibt es dann morgen. Wir haben ja in unserem Kindergarten des Abgrunds jede Menge weirden Shit gefunden. Relativ wenig Kinder, aber dafür komisch Knetmonster. Und mal sehen, was uns weiterhin erwartet. Dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao!